Moin moin Leute. Moin moin Leute und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge hat das Bild schon alleine. Okay. Gumball gute Laune. Ach komm, es kann nicht wahr sein. Dennis fährt durch die Boxengasse. Seitdem Gumball E-Sportler geworden ist, ist gute Laune angesagt. Ey Mizi, was soll denn das jetzt? Mann, du setzt dich wieder auf die Tastatur. Was ist denn meine Box? Und Sascha hat Angst. Ah. Ach so, das ist kein 45-Minuten-Rennen. Ach du Scheiße, ich bin so dumm. Das ist kein 45-Minuten-Rennen. Okay. Was ist da passiert? Haben wir das auch mal gemacht? Komplett geistiger Ausfall. Crotona ist einfach komplett geistiger Ausfall. Zack. Ich wollte meine Reifen aufwärmen. Oh, guck mal, die Hölle auf Erden. Puppet ist tot. Ich bin so gut. Ich habe alles geplant. Ich habe jetzt eine Woche nicht gestreamt, ja, also bitte. Ja, also bitte. Oh, Blenden. Übrigens, Blenden, falls dir das entgangen sein sollte, also gestern. Heute ist der 17., ich weiß nicht, der 11.9., ich weiß nicht, wann das hier rausgekommen ist, aber Blätten bei iRacing gibt es jetzt auch den McLaren. Fährt sich übrigens sehr, sehr gut. Kann man sich bei YouTube angucken, habe ich getestet für sie. Ich habe einfach meine Front verloren. Ich mache einen Sascha. Oh, ist das dumm. Oh, Ehrenmann. Doch kein Ehrenmann. Okay. Okay. Oh, den hat er noch gerettet. Wieder ein Jedi-Reflex. Hat er das gesehen? Oh, das war aber nicht so schlecht, mein Freund. Ich denke, also ich kann mir das wirklich vorstellen, wie der da drinnen gesessen hat. Oh nein, ich bin eigentlich ein sauberer Fahrer. Ich hatte mir was vorgenommen. Ich glaube, das ist in die Hose gegangen. Okay, pass auf, wir haben hier folgende Problematik. Links ist einer, vorne ist einer und wir müssen direkt durch die Mitte durch. Wie machen wir das jetzt am besten? Und es bleibt einfach so Matrix-mäßig das Bild stehen und alle Optionen laufen durch seinen Kopf durch und er regelt das, dass nichts passiert. So ein Ding war das. Ich kann mir das richtig vorstellen. Der stand auf der Bremse und hat er sich gesagt, scheiße, das funktioniert nicht. Von der Bremse runter, einfach Gas gegeben und wie Neo einfach durch. Und hat gerettet. Ich hab mich schon richtig gefreut. Hab mich schon richtig gefreut, so. Bustop ist einfach... Blätten? Hast du mir gerade einen Stinkefinger gezeigt? Blätten? Entschuldigung? Das macht man mit anderen Creatern nicht. Also gerade bei Twitch nicht. Wow, 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 ey. Wow, wow, wow. Und ich dachte, wir haben uns jetzt gerne, aber dann kommst du mir mit so einem Ding. Und der noch nur so aggressiv. Mann, du. Aber merkt ihr das bei Blätten? Seitdem der mal was anderes macht als nur das, ist er ein bisschen entspannter geworden, oder? Finde ich schön. Weiß nicht, ob das Zufall ist. Ach, gut. Er hat mich erwischt. Aber ich bin auch rumgerutscht wie so ein Arschloch. Weißt du, er hat dich berührt? Ando! Ach so, da ist noch einer daneben. Ah, okay, den habe ich gar nicht gesehen. Okay. Er hat mich erwischt. Aber ich bin auch rumgerutscht wie so ein Arschloch. Sei nicht so hart zu dir. Tod und Verderben. Tod und Verderben. Tod und Verderben. Ich lebe. Ich lebe. Gleich nicht mehr. Gleich nicht mehr. Ich bin durchgekommen. Ach Mann, du blöder Honk, Alter. Ach. War das jetzt für dich selber Blätten? Ich muss das kurz mal zwischenfragen. Also hast du dich gerade... Hast du in die Zukunft geguckt und dich selber blöder Honk genannt? Das ist eine Frage, die. Also, ich finde die Frage sehr legitim. Bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Jeder bremst runter, aber du nicht. Oh. Nee.
Ich hab doch TC off. Scheiße. Ich finde das schön. Ist euch das schon mal aufgefallen? Crodona streichelt sich immer so ein bisschen. Also seine Füße streicheln sich immer so. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mir das angucke, und das ist auch das erste Mal, dass ich das jetzt so anspreche, manchmal habe ich das Gefühl, Crodonas füßelt sich selber. Ob ihm das schon mal aufgefallen ist? Dass er sich so zärtliche Momente irgendwie selber macht, quasi? Müsst ihr mal darauf achten. Crodonas füßelt sich selber. Sehr viel. Ich wäre auch dafür, dass er sich hier so einen Sticker ranmacht mit seinen Social Media, weil, also mich würde er damit kriegen. Ich würde das definitiv, würde ich ihm folgen, wenn hier jetzt so seine sozialen Medien wären in der Kamera. Oh Junge, heute ist aber echt nicht mein Tag. Ich sag's euch. Muss das passieren. Okay. Genau. Ich habe mich nicht mal berührt. Das ist super. Das kann doch nicht sein, ey. Das ist. So muss es sein. Das war so ein Mini-Touch. Als ob, ey. Das kann nicht sein. Rotiert einfach genau gar nicht mehr mit TC5er. Yo. Weißt du, dass ich reinfahre? Ja. Ach nee, ist er erst bei 4. Jetzt kannst du reinfahren. Ach komm, Mann, es kann nicht wahr sein. Dieses Spiel ist so dumm. Dieses Drecksspiel, Alter. Ich kann diese Scheiße eigentlich nicht mehr spielen. Den lächerlichen Kack-Warnings, da wo du ins Kiesbett fährst. Okay. Bing. Warning, Frank's leading Kack-Limit. Bro, Gumball, Alter. Ja, ich hab gleich keinen Bock mehr. Ja, jetzt hampelt. Ja, Junge, jetzt kommt ihr wieder ins Zimmer rein, hampelt hier rum, macht Geräusche. Einfach alles hier ab. So. Final warning for exceeding track limits. Ey, ich fahr kein ACC mehr, Alter. Perfekt. Ist ein gutes Strafensystem, oder? Warning for exceeding track limits. Oh, good. Warning for exceeding track limits. Ich kann das alles nicht mehr wirklich. Ah, Mann, ey. Ich krieg diesen fantastischen Spruch einfach nicht mehr auf die Reihe. Wie war das? Wahnsinn ist, wenn man ständig und immer wieder dasselbe macht, ohne etwas zu verändern und hofft, dass das Ergebnis ein anderes ist. Ach, Gumball, ich fühle das so sehr, Mann. Ich fühle das wirklich aufs Maximalste. Ich fühle das einfach. Ich hab auch so Momente, da machst du immer wieder denselben Scheiß und hoffst einfach, dass irgendwann was anderes dabei rauskommt. Du hoffst einfach, dass irgendwann was anderes dabei rauskommt. Aber du änderst auch nichts an der Sache. Nee, du machst immer denselben Scheiß und denkst dann irgendwann so, naja, wird schon was anderes dabei rauskommen. Oh, Inlet-Box war geil. Come on, das muss doch gereicht haben. Sorry, wenn ich irgendwie gar nicht rede, aber ich muss so konzentrieren, ey. Alter, sag mir nicht, das steht jetzt vor meiner Box. Ich glaube, du bist an deiner Box vorbeigefahren. Hä? El Winko gemacht. Wo ist denn meine Box? Oh, Blend ist seine Lieblingsstrecke. Ja, mach eine Vollbremsung, Alter. Holy shit, Mann. Was bin ich hier sehen? Bitte! Bitte! Nimm mich nicht mit, egal, ich hab ein paar Plätze verloren, aber. Ich lebe noch dafür. Och, Junge, ihr seid echt solche Hirnis, Alter, echt. Verstehen sie jetzt alle? Ah, ja. Ja, aber wenigstens verlierst du nicht so viel Abstand, Eraser. Ich kann nichts machen. Junge, was ist das? Was ist das für eine Traktion hier? Will ich mich komplett verarschen, Alter. Junge. Okay. Bro, I'm stuck. Das habe ich schon mal irgendwoher gehört. Aber ich weiß nicht, wo mehr, wo, also, I don't know. Ha! Ich werde mich jetzt über außen holen. War das gleich? Oh. Das war mein Ding. Einfach das gleiche gemacht wie er. Scheiße.
und rausgeschoben. Junge, der hat genau die gleiche Scheiße gemacht wie ich. Das ist genauso ein Assi, Alter. Da würde aber selber auch nochmal ein bisschen was passieren. Faster car coming up behind you. Ja! Okay, nice. Oh, das Lenkrad ist disconnected. Oh, das ist ein Teufel. Oh, was zum Teufel war das denn? Oh, 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 da wird schon wieder gefüßelt. Das ist mir da so ausgehebelt worden. Oh, da wird gefüßelt. Einfach. Scheiße. Aber ich habe mir selber schon ein Ziel gesetzt, P19 oder alles darunter wäre peinlich. Also Top 15 muss sein. Eigentlich muss sogar Top 10 sein. Okay, es geht los. Ah! Keine Ahnung. Car on the left. Wie willst du denn auf... Also wie willst du mit sowas racen, der einfach einen Ping von keine Ahnung was hat? Er raced einfach keine Ahnung wo. Er wird die ganze Zeit nur am Hin- und Her warpen, dann macht er die ganze Zeit irgendwelche komischen Bremsmanöver. Ich sehe ihn scheiße nicht. Ja. Ah, Bremsen. Perfekt. Jetzt haben wir einen Bremsenwechsel drin. Let's go. Also was? Top 15 muss sein. Eigentlich muss sogar Top 10 sein. Aber wenn ich eins über das Grid MPX Lenkrad sagen kann, die scheiß Funky Switches sind maximal beschissen. Also wirklich maximal beschissen. Können wir eigentlich schon abstellen, bringt nichts. Frische Reifen sind schon geil. Gamba hat es jetzt nicht geschafft. Also ich habe jetzt das Problem nicht mehr. Er wollte eigentlich keine Reifen wechseln, dann wollte er doch Reifen wechseln. Oder was war da los? Sache. Oh, der war gut. LOL! Wo wollte der denn hin, sag mal? Er hat die Bremsscheiben gewechselt? Ach so. Okay, das ist natürlich dann doof. Ich wurde komplett ermordet. Sind vor dem Apex schon, also... Oh, ja, let's go. Alter, yo, 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 Porsche Cup ACC, perfekt. Jo. Ja, tot. Nachpacken auch raus. Ach, das ist da jetzt alles. Nee, 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 nee. Wegen 3 Sekunden! Junge, ich kann doch jetzt nicht wegen 3 Sekunden an der Box gehen, oder? Also ich habe 3 Sekunden Aufhängung, Scham und die Lenkung ist krumm. Was ist das denn für eine Banane, ey? Oh Mann, ey. Das ist übrigens eine Sache, die... dass der Fahrer das selber einstellen muss, ist einfach Much. Da sind wir uns einig, oder? Also das ist ja egal, wie routiniert du bist. Wenn du richtig im Stress bist, haben wir doch alle schon mal den Boxenstopp falsch eingestellt, oder? Sind wir mal ganz ehrlich. Das haben wir doch alle schon, haben wir doch alle schon durch. Irgendwie Reifen nicht gewechselt, zu wenig Sprit, zu viel Sprit. Den ganzen Scheiß, Alter. Oder irgendwie versetzt worden und dann stand das Auto schräg oder was auch immer für ein Käse. Das ist doch absoluter Much. Safe nicht? Ah, natürlich. Na klar. Natürlich gibt es wieder diesen einen Menschen auf dem... Also mir ist das noch nie passiert in meinen 3 Rennen, die ich bis dato gefahren bin. Huh. Was war denn das? Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert, Was, was war das denn? Huh. Oh mein Gott, das war Qualifying und der hat abgekürzt. Oh nein. Oh nein. Was ein Scheiß. Was für ein Kack. Das war Qualifying und der hat abgekürzt, damit er nicht raus muss. Oh no. Und er hat einfach 6 Sekunden im Delta. Ui, ist das bitter. Nein.
Das ist nicht passiert. Oh, das ist nicht passiert. Oh, no. Scheiße. Oh, Mann, ey. Das ist ja richtig ärgerlich. Gleich mal ein Like aufzimmern hier bei Jansky Schmansky, Junge.